Ökodiktatur. Leere Straßen, stille Gassen. Nur ein Storch spaziert umher. Szenen früher kaum vorstellbar, sind jetzt Alltag in der Welt. Ladentüren sind geschlossen. Im Theater sitzt nur Staub. Autos bleiben ungefahren. Nie mehr Mallorca-Urlaub. Die Wirtschaft wurde zerschossen, Profite nicht gesteigert. Nachhaltigkeit ist nun Altar, nicht Individualverkehr. Weil sie die freien Märkte hassen, gilt der Status quo nicht mehr. Kein Schwarzgeld blieb in Gibraltar. Das Ende war besiegelt, Veganismus ward beschlossen und Deko aus Gartenurlaub. In diesen schlimmen Jahren des Kapitalismusraub, als nur Hafermilch geflossen, wurde Wolfsrudel gezählt. Doch Widerstand trotz der Gefahr formiert sich in Vereinen wieder für Verkehr mit S-Klassen.